Die Feuerwehr wird mitten in der Nacht im nordrhein-westfälischen Neuenkirchen zu einem Dachstuhlbrand gerufen. Doch vor Ort stellt sich dann heraus, hier ist ein Wohnhaus explodiert. Der Knall war so laut, als sei eine Bombe explodiert. Die Wucht der Explosion im Keller so gewaltig, dass Dachziegel in die Luft fliegen. Neuenkirchen im Kreis Steinfurt um 2 Uhr in der Nacht. Zwei Kinder schlafen unterm Dach, ihre 79-jährige Großmutter im Erdgeschoss, als es im Keller zur Detonation kommt. Diese Detonation muss schon sehr heftig gewesen sein. Wir haben zum einen fast sämtliche Fenster des Erdgeschosses, die defekt sind, herausgeschleudert wurden. Die Eingangstür ist herausgeschleudert worden. Selbst im Dachgeschoss gibt es also die Situation, dass Dachpfannen angehoben wurden und eben halt heruntergefallen sind. Als die Feuerwehr gerufen wird, ist noch von einem Dachstuhlbrand die Rede. Doch schon beim ersten Anblick des Hauses ist klar, dass die brennenden Möbel in den oberen Etagen gar nicht das eigentliche Problem sind. Wir haben einen sogenannten Innenangriff gestartet mit Feuerwehrleuten, die unter schweren Atemschutz vorgegangen sind in den Kellerraum und haben dort zunächst primär die Brandbekämpfung durchgeführt. Was ist da explodiert? Wie nur konnte das passieren? Die Einsatzkräfte haben einen Verdacht, eine Gasflasche im Keller. Gesicherte Erkenntnisse gibt es nicht. Wir haben zwei Dinge vorgefunden. Zum einen eine 11 Kilo Gasflasche. Zum zweiten ist es möglich, dass ein Entstehungsbrand im Keller sich eventuell ausgebreitet hat und nachher einen sogenannten Flashover erzeugt hat. Beides ist aber erstmal spekulativ. Kann ich nicht genau sagen. Der Brandsachverständige der Polizei müsste das einmal genau eruieren. Das Wichtigste, keiner verletzt. Das Feuer mittlerweile gelöscht. Die Bewohner des Hauses und alle Nachbarn mit dem Schrecken davongekommen. Aber das Haus ist abbruchreif.